Hinter diesen Fenstern lagern rund 200 Milliarden Euro. Nicht in Scheinen, sondern digital. Das Finanzinstitut Euroclear in Brüssel verwaltet einen Großteil der eingefrorenen Gelder aus Russland. Ein paar Kilometer weiter beim EU-Gipfel geht es um die Frage, ob und wenn ja, wie man diese Gelder für die Ukraine nutzen kann. Da geht es um die Erträge, die verwendet werden können, die niemandem zustehen und deshalb von der Europäischen Union auch verwandt werden können. Die Erträge entstehen so. Wie fast jede Zentralbank hat auch die russische Zentralbank Geld im Ausland angelegt. Zum Beispiel in Wertpapiere, Staatsanleihen oder in Fremdwährungen. Diese Anlagen wurden nach Kriegsbeginn in der EU eingefroren und werden von Euroclear verwaltet. Russland hat darauf keinen Zugriff mehr. Trotzdem werfen die Anlagen weiterhin Zinsgewinne ab. Pro Jahr etwa zwischen 3 und 4 Milliarden Euro. Das sind große Gewinne, die dort entstehen. Und die sollten wir für die Ukraine nutzen. Die Kommission schlägt vor, 90% der Gewinne für den Kauf von Waffen und Munition zu verwenden, den Rest langfristig für den Wiederaufbau. Ich finde die Vorschläge der Kommission sehr vielversprechend. Wir haben immer gesagt, das Verfahren muss rechtlich sicher sein und die Kommission muss das beurteilen. Zumindest auf die Verwendung der Gewinne könnte man sich nun einigen. Die eingefrorenen Milliarden an sich bleiben dagegen wohl unangetastet, denn die gehören weiterhin Russland.